Und manchen Menschen, aber auch von anderen Kreaturen, hat man manchmal den Eindruck, sie würden kaum zur Ruhe kommen können. Denk einmal die Lasttiere, die überfordert wurden. Sei es Rosinante aus dieser weltberühmten Geschichte Don Quixote Cervantes, Miguel Cervantes de Saavedra, der erzählt, dass ein Herr unbedingt es haben, also sehen wollte, dass er einen ein bisschen untertänigen Freund, einen sehr guten Kameraden für sich gewinnt, den Sancho, und der ihm die Rolle, die Sozialrolle, abkauft, dass er eben der Herr sei, Don, verstehst, Donatore, Quixote, und sein Freund müsse dienen und das Pferd als Lasttier überall mitkommen und total treu, loyal, das ganze Leben, die ganze Reise über Jahre hindurch die Sehnsucht des Herrn stillen helfen. Das heißt, Cervantes hat das gut charakterisiert, diese Herrenmenschen, die zwar einerseits eh gutmütig sind, aber wie selbstverständlich annehmen, dass der beste Freund in der dienenden Rolle, also diese Sozialrolle, auf sich nimmt und immer teilt, verstehst? Wenn er eine gute Jause hat, muss er natürlich selbstverständlich dem Herrn zuerst anbieten, den Speck, die Salami, das Brot. Ob es kärglich ist oder reicher, vom Freund wird immer erwartet, du gibst mir, du schneidest mir auf, du zeigst mir das und das, du tragst mir das, du machst mir ein Hufeisen beim Gaul, du siehst doch erlernt. Und das Lasttier und der Freund wird automatisch so in diese dienende Rolle hineingestellt. Und so gibt es viele Kreaturen in der letzten Zeit, wo der Esel oder das Pferd, denk und am Rossknecht selbstverständlich dienen hat müssen. Da, oder wenn man das zur Zeit Mozart, als der von Salzburg nach Roma, nach Italien gereist ist, da hat selbstverständlich jeder gefordert von den Reitpferden, von den Kutschen, vom Kutscher, dass er so schnell wie möglich, wie der Herr da sagt, wenn er den Geldbeutel mit Dukaten voll hat, das ausführt. Wenn das Pferd durstig war, ist da, man hat das Gespann einmal schnell gewechselt, aber dann geht es wieder ab, verstehst? Die Zeit ist knapp und der große Maestro muss bedient werden. Und so schaut der Schmetterling. Und für Jesus Christus hatten auch viele behauptet, und er selbst hat es auch so gesehen, er habe kaum einen Platz, wo er sein Haupt ruhend hinlegen könne. Verstehst? Und so ähnlich ist das Posieren, das Reposieren auch in der Natur bei allen Kreaturen. Sie haben ja, wenn sie zum Beispiel Bienen sein sollten oder Schmetterlinge, die Verpflichtung, ihren Körper zu halten. Und weil sie so viele krank gebaut sind, müssen sie das wenige, was sich anbietet, also das, wo in jeder Blüte nur sehr wenig Saft, also Sukkus drinnen ist, Nektar, müssen sie den ganzen Tag nützen, solange die Sonne scheint, weil es dann wieder 3 Tage Regenfall oder Kälte gibt, damit sie nicht, der Körper nicht kaputt wird. Damit sie vorsorgen. Und so hat ein Schmetterling kaum die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Oder manche anderen Tiere. Verstehst du, die sind immer angewiesen, Selbsterhaltung und Fortpflanzung und den Körper stabil zu halten, dass sie das halt können. Und so ist das halt. Tja, und jetzt bitte ich dich, komme zu mir. Danke, danke, tja. Tja, er kommt. Setz dich, passt. Schmetterling hat Folge geleistet und sage, tschüss.